Ja, dann herzlich willkommen zurück nach der Breakout-Session. So richtig mit, ich glaube, einem ganz tollen Austausch. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum ganz tollen Vortrag, weil unsere Repositorien-Software dSpace lebt ja eben auch davon, dass sie sich immer als Open-Source-Software weiterentwickeln kann. Und eine Möglichkeit für Weiterentwicklung ist unsere eigene Programmierfähigkeit, aber natürlich auch die Beauftragung von Providern. Und in diesem Fall haben verschiedene Einrichtungen auch The Library Code damit beauftragt, schöne neue Features ja, zu programmieren. Und ich würde jetzt an Pascal für eine Viertelstunde übergeben, um einfach mal so ein Best-of vorzustellen. Vielen Dank. Genau darum geht es mit dem Vortrag. Ich werde immer wieder gefragt, geht dies, geht das, geht jenes in dSpace? Dann erzähle ich, ja, da haben wir ein Open Source Plugin, ist nicht da. Und dann heißt es immer, oh, super, aber davon wussten wir ja gar nichts. Und genau da wollte ich mal ran und mal zeigen, was existiert eigentlich schon, was haben wir fertig programmiert, was kann direkt nachgenutzt werden. Ich habe mir erlaubt, vorweg ein paar Worte zur Open Source Policy von uns zu stellen, weil ich kurz erklären möchte, was wir Open Source stellen, was nicht, warum Dinge in dSpace zurückgeflossen sind, warum nicht. Und dann werde ich einfach der Reihe nach verschiedene Funktionserweiterungen für dSpace, die verfügbar sind, die nachgenutzt werden können, vorstellen. Alles, was wir entwickeln, wir als The Library Code, stellen wir dann eine Open Source Lizenz, außer es gibt zwingende Gründe dagegen. Und da gibt es vor allem zwei Punkte. Das eine ist, dass es Kunden gibt, die manchmal Abhängigkeiten von gewissen Programmbibliotheken haben und sagen, wir müssen leider genau das benutzen, um, was weiß ich, an unser zentrales User Management ranzukommen. Und diese Programmbibliotheken machen Vorgaben dafür, unter welche Lizenzen abgeleiteter Code gestellt werden kann. Sowas kann verhindern, dass Dinge unter Open Source Lizenz gestellt werden. In solchen Fällen versuchen wir den Kunden natürlich auch zu helfen und verzichten dann auf eine Open Source Lizenz in Ausnahmefällen. Der andere Punkt ist die Refinanzierung unserer eigenen Arbeit. Wir müssen natürlich schauen, dass wir in der Lage sind, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen, damit wir weiter so hübsche Dinge bauen und machen können. Und dazu werde ich gleich ein, zwei Worte mehr sagen. Wenn etwas unter einer Open Source Lizenz steht, bedeutet das, dass jedermann, der Zugriff darauf hat, das gerne weitergeben darf, verarbeiten darf, verändern darf und so weiter. Wir bevorzugen auch ganz klar Open Source Lizenzen, die keine Copyleft-Klausel drin haben. Das heißt, wir arbeiten in der Regel, also die dSpace Source Code License ist eine BSD-Lizenz. Wenn wir Dinge an dSpace zurücktragen wollen, an die Community und die nächste Version von dSpace einbringen wollen, dann stellt sich aber immer die Frage, ob Dinge allgemeintauglich sind. Sprich, ist das eine Funktion, die zugeschnitten ist auf einen, schrägstrich eine Institution, einen Anwender, eine Anwenderin, oder ist das etwas, was allgemeintauglich für die gesamte Community taugt? Ist mehr Aufwand zu leisten, damit das allgemeintauglich wird, vielleicht in einzelnen Fällen? Das ist die eine Frage. Die andere Sache, die man ganz klar sagen muss, ist, Dinge in dSpace, in das nächste Release einzubringen, ist massiv zusätzlicher Aufwand. Da gibt es ein Review von der Community, da gibt es Bitten und Wünsche, Dinge zu ändern. Da gibt es natürlich den Bedarf einer ganz anderen Dokumentation, die dafür geleistet werden muss, wenn etwas in die Software zurückfließt. Die Dinge müssen vorbereitet werden auf die nächste Version, die kommt, nicht auf die aktuelle vorhandene Version. Und das sind Aufwände, bei denen wir auch schauen müssen, wie können wir uns refinanzieren, wie weit sind Kunden bereit dazu, diese Aufwände mitzutragen. Wann immer möglich, lassen wir Code zurückfließen. Das haben wir in vielen Bereichen bereits bewiesen. Dazu werde ich auch gleich nochmal zu eingehen. Viele Funktionen haben wir bereits zurückgetragen, aber da müssen wir immer abwägen, was ist für uns leistbar, was können wir machen. Ich sprach gerade darüber, wie müssen unsere Arbeit refinanzieren. Und das ist für uns der Spezialfall Module. Manchmal gibt es Entwicklungen, die sind zu teuer, als dass ein Kunde alleine sich leisten kann. Und es sind Funktionen, von denen wir überzeugt sind, wo wir sagen, die werden gebraucht, die machen uns vielleicht Spaß, besonderen Spaß zu entwickeln. Die wollen wir bereitstellen und wir tragen die Kosten zunächst selber und verkaufen dann das Ganze als Modul an mehrere Kundinnen und Kunden, bis es sich refinanziert hat. Und da geht es einfach darum, dass wir in der Lage sind, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen, unsere laufenden Kosten zu zahlen und zu decken und zu tragen. Und das geht dann einher mit dem Versprechen, dass es Open Source wird, sobald wir die Kosten für die Entwicklung wieder eingespielt haben. Das bedeutet, wir programmieren das Ganze, wir stellen es einem Kunden zur Verfügung für einen Preis, auf den wir uns einigen. Der deckt nicht den vollen Aufwand, den wir damit hatten, und versuchen dann durch den Verkauf an andere Kunden den zusätzlichen Aufwand zu decken und zu tragen. Und sobald das Ganze sich finanziert hat, sobald wir diese Kosten reingeholt haben, stellen wir es dann unter Open Source Lizenz für alle. Das heißt nicht, dass es dauerhaft verschlossen ist, es wird dann Open Source, sobald es refinanziert ist. Kommen wir zu den Funktionserweiterungen, die ich gerne heute vorstellen wollte. Das ist jetzt ein großer Überblick einfach mal. Auf allen Folien sind aber Informationen drauf, wie Sie das nachverfolgen, wie ihr das nachnutzen könnt oder wann es Open Source wird. PDF-Preview
Sie kennen das alle, ihr kennt das alle. Ein PDF wird entweder heruntergeladen und gleich gespeichert oder es muss sich erst der PDF-Viewer öffnen, es dauert ewig. Es gibt inzwischen PDF-Viewer in JavaScript. Das bedeutet, dass ein PDF-Programm, ein Programm, das PDFs anzeigen kann, direkt im Browser geladen werden kann, in dem DSpace mit angezeigt werden kann, eingebettet in das DSpace. Das haben wir entwickelt mit Unterstützung des Leibniz-Instituts für psychologische Information und Dokumentation in Trier, ZPIT. Steht auf GitHub zur Verfügung, kann dort runtergeladen, der Code kann dort runtergeladen werden, in eigene DSpace-Installation integriert werden oder man kann uns bitten, bei der Integration zu helfen. Eine Funktion, die in DSpace schmerzhaft vermisst wurde, die wir mithilfe der TU Hamburg für DSpace 5 und 6 umgesetzt haben, die auch Open Source zur Verfügung steht, ist es, die DOI und die Persistent Identifier, die ein Dokument bekommen wird, bereits während der Submission anzuzeigen. Das bedeutet, ein Autor, eine Autorin lädt ihr Dokument in DSpace ein, gibt die Metadaten ein und bekommt dann angezeigt, dieses Dokument wird folgende DOI bekommen, wenn es veröffentlicht wird und hat die Möglichkeit dann, den Persistent Identifier bereits in ein Dokument einzutragen, bevor er oder sie das Dokument hochladen und veröffentlichen muss. Das heißt, in mein PDF kann ich einbetten, dieses Dokument bitte zitieren über folgenden DOI. Ganz frisch und neu, gerade letzte Woche ausgeliefert an einen Kunden, ist eine Crossref-Umsetzung. Da sind wir auch oft nachgefragt worden. Bislang ist es möglich, DOIs mit DataSite zu registrieren. Das geht out of the box in DSpace. Neu entwickelt haben wir die Registrierung von DOIs über Crossref. Das ist eine andere Registrierungsagentur für DOIs. Das geht mit Vor- und Nachteilen einher. Die Nachteile haben wir ausführlich dokumentiert beim Quellcode im README.md dort, sind dort nachzulesen auf der Seite. Für DSpace 5 ist das frei verfügbar. Falls es Interesse an einer Portierung zu DSpace 6 gibt und Bereitschaft, das zu finanzieren, sprechen Sie uns bitte einfach an. In DSpace ist es bislang so, dass alle Dokumente, alle neue Items, alle Einträge, alle Daten, alles, was in DSpace reingeht, eine DOI bekommt oder nichts eine DOI bekommt. Aber man konnte bislang in DSpace nicht einstellen, was veröffentlicht wird. Ich muss, Entschuldigung, einen kurzen Satz noch zurückgehen. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das mit Unterstützung der SOB Göttingen entwickelt worden ist, die Crossref-Entwicklung. Der DOI-Filter ist entwickelt worden mit Unterstützung der TU Hannover und mit Unterstützung der TU Hamburg und der TU Hannover nach DSpace 7 portiert worden. Und der Gedanke ist hierbei, dass man Regeln festlegen kann, welche Bedingungen ein Item in DSpace erfüllen soll, ein Eintrag in DSpace erfüllen muss, damit eine DOI vergeben wird oder halt, damit keine DOI automatisiert vergeben wird. Was wir dabei gebaut haben, ist ein Filter, in dem man diese Regeln definieren kann und ein Filter oder ein System, das es erlaubt, mehrere dieser Regeln über die komplette Boolsche Logik and or not miteinander zu verknüpfen. Das ist ein sehr mächtiges System, das sehr flexibel einrichten lässt, wonach ein Dokument gefiltert werden muss, was es erfüllen muss, damit es eine DOI bekommt. Zum Beispiel in einem gewissen Metadatenfeld muss Mark Twain drinstehen oder das Dokument muss in einer gewissen Sammlung im DSpace abgelegt sein oder es muss unbedingt eine Datei attached haben. Im Thementisch für Einsteiger bin ich gerade gefragt worden nach einem Export von Dokumenten nach CSV, BibTeX und RIS. Zusammen mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften haben wir für DSpace 6 JSPOI einen Export von Metadaten als CSV, BibTeX und RIS entwickelt. Für DSpace 6 JSPOI. Das ist Open Source, wir haben es bislang noch nicht auf GitHub gepackt aus verschiedenen Gründen, aber geben das gerne raus, wenn Sie uns ansprechen. Und der Gedanke dabei ist, Sie haben Ihre Dokumente, Ihre Daten, Ihre Inhalte in dem DSpace drin, wollen die in den verschiedenen Formaten exportieren. Das genau macht das Plugin und bietet es an. Es ist konfigurierbar, das heißt, Sie sind in der Lage, Ihre eigenen Metadaten, die Sie lokal benutzen, zu mappen auf die entsprechenden BibTeX oder RIS-Anträge, wo sie rauskommen sollen, beziehungsweise zu definieren, welche Metadatenfelder in dem CSV rauskommen sollen, welche Überschriften im CSV für die Spalten verwendet werden sollen und so weiter und so weiter. Dublettenerkennung ist auch ein häufiges Thema. Das ist entstanden zusammen auch wieder mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Da gab es das Problem, dass vor Ort relativ viele Dokumente in das DSpace hochgeladen werden sollten durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und man Sorge davor hatte, dass Einträge unnötig vorgenommen werden. Und das heißt, es ging vor allem darum, und genau das erfüllt dieses Plugin, Doppeleingaben von Metadaten zu verhindern. Wir haben uns dafür entschieden, dass zunächst, bevor sämtliche Metadaten eingegeben werden müssen, der Titel eines Dokuments abgefragt wird. Und dann eine sogenannte Fuzzy Search über den Titel gemacht wird. Das ist eine Suche, bei der es zu leichten Abweichungen kommen kann, um auf Tippfehler zu reagieren. Eine Suche über den Titel aller Dokumente in DSpace, die zulässt, dass einzelne Buchstaben vertauscht oder ausgelassen sind und dann anhand dieser Information potenzielle Dupletten anzeigt zur Überprüfung und die Möglichkeit gibt, den Upload, die Neueingabe des aktuellen Beitrags fortzusetzen oder abzubrechen. Das ist fertig für DSpace 6 JSPOI, steht auf GitHub zur Verfügung, kann dort nachgenutzt werden, inklusive Dokumentation. Relativ neu auch, deswegen noch nicht unter Open Source Lizenz gestellt, da brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung bei der Refinanzierung, ist ein Plugin für die Zitationsempfehlung, auch wieder DSpace 6 JSPOI, auch wieder in der Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften entstanden. Zitationsempfehlung bedeutet, die Angabe der Metadaten, die Auswahl auch der richtigen Metadatenfelder passend zu einem bestimmten Zitationsstil. Sie werden das alle kennen. Es gibt eine große Menge von verschiedenen Zitationsstilen, die man je nach Community oder Anforderungen von Verlagen halt nutzt. Es gibt mit der Citation Style Language ein Open-Source-Projekt, das es vereinheitlicht hat, wie technisch angegeben werden soll, wie ein Stil ausschaut. Und in diesem Rahmen werden bereits mehr als 10.000 Stile unterstützt. Und was wir kürzlich programmiert haben, ist eine Erweiterung, die es ermöglicht, in DSpace auf der Item View Zitationsempfehlungen in einer Auswahl von mehreren Stilen anzugeben, unter Nachnutzung der in DSpace gespeicherten Metadaten. Das heißt, das Plugin übersetzt die Metadaten in eine Zitationsempfehlung einem bestimmten Stil folgend und zeigt das auf der Item View an. Schepper Romeo möchte ich erwähnen als ein Beispiel für die Dinge, die wir zurückfließen lassen in die DSpace-Entwicklung. Schepper Romeo sammelt Informationen zu Open Access Policies von Verlagen und Journals. Wenn ein Autor, eine Autorin sich unsicher ist, ob er einen Artikel auf dem Weg des grünen Open Access zweit veröffentlichen kann, ist Schepper Romeo eine Plattform, wo man zum Beispiel mit der ISSN danach suchen kann, ob es Open Access Policies, bekannte Open Access Policies von Verlagen und Journalen gibt und wie diese ausschauen und was diese ermöglichen und erlauben. Im Juni 2020 wurde die alte Version der API von Schepper Romeo abgeschaltet und wir haben mit Unterstützung der TUHH, der Technischen Universität Hamburg, dafür gesorgt, dass die neue API auch wieder in DSpace 5.11, DSpace 6.4 und DSpace 7 eingebracht wird und ab da unterstützt wird. Beziehungsweise einzelne Institutionen haben sich das dann lokal schon mal in die alten Versionen mit reingepatcht. Und jetzt das ist noch 2 Minuten. Wird mit den kommenden Folien kommen. Ich bin bei der letzten Funktionserweiterung, die ich vorstellen möchte, aber die hat es in sich. Wir haben eine Erweiterung gebaut, bei der Eingabe von Daten DSpace kann in der GND, in der gemeinsamen Normdatei, nach Personen, Körperschaften, Schlagworten und Geografiker gesucht werden. Und diese können übernommen und in DSpace eingetragen werden. Das heißt, die GND-ID kann verknüpft werden, die Einträge können übernommen werden, Schlagworte können als solches ausgezeichnet werden, Personen mit einer GND-ID können als solches ausgezeichnet werden und auch Körperschaften und Geografiker können, wie gesagt, mit eingebunden werden. Die DNB verknüpft das zum Teil bereits mit Informationen aus Wikimedia zu Bildern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel über Mark Twain spreche, kann ich ein Foto von Mark Twain mit anzeigen lassen, automatisiert. Das macht unser Plugin, sobald es weiß, dass es sich um diesen Mark Twain handelt, mit der entsprechenden GND-ID. Die Übernahme von Längen- und Breitengraden aus der GND ist möglich, aber in der GND gibt es auch viele Geografiker, die keine Angabe zu Längen- und Breitengraden haben, deswegen wir eingebaut haben, dass Daten aus OpenStreetMap mit angereichert werden können. Und darin generieren wir dann Kartenansichten in der ItemView, in Browsing und Suche. Und natürlich haben wir die für die GND oft nachgefragten Services, Beacon-Dateien und CAuth-Services eingerichtet. Wie sieht das Ganze aus? Es gibt hier einen Button, Search GND. Wenn ich da draufklicke, habe ich die Möglichkeit, nach Orten, Sachschlagworten, Personen, Körperschaften zu suchen. Das ist jetzt die englische Ansicht, gibt es auch in der deutschen Ansicht natürlich die Oberfläche.
Ich kriege dann direkt angezeigt, links die Trefferliste, kann jemanden auswählen, kriege dann eventuell ein Foto und Lebensdaten mit angezeigt, die aus der GND geladen werden. Wenn ich nach Orten suche und es eine Angabe in der GND gibt, kriege ich eine Karte angezeigt, vielleicht sonst ein Bild mit weiteren Einträgen, einen Link zur DNB und weiteren Informationen und rechts wird eine Suche zeitgleich in OpenStreetMap durchgeführt und dort kann ich anklicken, ich möchte das gerne anreichern mit Informationen aus OpenStreetMap, falls die Geodaten fehlen oder in OpenStreetMap genauer sind. In der Item View werden dann zum Beispiel Logos von Institutionen, von Körperschaften nachgeladen, Fotos von Orten nachgeladen, wenn es keine Karten und keine Geodaten gibt oder auch Geodaten angezeigt und auch Porträts von Personen können darüber mitgefunden und eingebunden werden. In der Suche wird eine Karte angezeigt, die alle Suchtreffer auf der Karte visualisiert und es gibt auch ein Browsing über alle Inhalte des Repositoriums und vermerkte Orte mit Längen- und Breitengraden. Das Ganze ist verfügbar für Version 6, eine Portierung auf DSpace 7 ist geplant. Das ist bislang unser größtes Modul, das wir entwickelt haben. Es ist bislang nicht kostenfrei Open Source. Wir arbeiten hier noch an der Refinanzierung. Das wird eine größere Geschichte werden, aber es ist ein Modul, bei dem ich denke, dass es gerade im deutschsprachigen Raum auf eine große Nachfrage treffen dürfte. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns bitte an. Vielen Dank. Vielen Dank, Pascal. Ich glaube, dieser Vortrag hat viele von uns mitgenommen in unseren Repositorienalltag und Dinge, die wir wirklich uns wünschen. Und einige davon sind ja realisiert worden von dir, aber eben auch von anderen Firmen. Und ich finde das ganz schön, irgendwie das Modell nochmal zu zeigen, wie kann es das Ganze Open Source werden und überhaupt nochmal darzustellen, was sind eigentlich die Sachen, die wir bereitgestellt bekommen könnten. Die Fragen, die ersten drehen sich natürlich gleich um die DOIs, die Persistent Identifier. Und da ist einmal die ganz allgemeine Frage aus Ulm. Die richtet sich, glaube ich, weniger an Pascal Becker und The Library Code als an die anderen Kollegen und Kolleginnen hier. Future DOI, also die Vorabanzeige, die Funktion ist super. Gibt es Einrichtungen, die das auch auf XML übertragen hat oder ebenfalls Interesse daran hätte? Ich weiß nicht, Pascal, kannst du dazu was sagen? Sonst würde ich dazu aufrufen, dass man sich untereinander nochmal abstimmt. Wir haben Anfragen von einem Kunden. Ich weiß gerade nicht, wie der Stand ist, ob die das buchen werden oder nicht, aber da gibt es Interesse. Ich weiß nicht mehr, welches von unseren Plugins. Ein Teil ist auch schon auf die XML portiert worden, aber da habe ich kürzlich, habe ich auch mal nachgefragt bei den Institutionen, aber bislang keine Antworten erhalten, leider. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass das in die andere Richtung, dass mit dem Open Source vielleicht mal klappt und Dinge an uns zurückgetragen werden. Mhm. Aber ja, es gibt Institutionen, die da Interesse haben und ich freue mich immer, wenn uns Leute darauf ansprechen und wieder aushelfen können. Ja, super. Ich finde den Hinweis auch nochmal gut, dass natürlich nicht nur die Service Provider Sachen zurückfließen lassen sollten, sondern natürlich auch wir als Einrichtung, wenn wir irgendetwas programmiert haben. Dazu passt auch nochmal die Frage, sind die Module für Persistent Identifier Logik und Persistent Identifier Vorab-Minting kompatibel? Das kommt auf die Regeln drauf an, die genutzt werden für die Vergabe, also die Filter, für den Filter der DOI. Wenn ich einstelle, dass ein Dokument keine DOIs bekommen soll, wenn keine Dateien dranhängen und dann die DOI anzeigen lassen möchte, bevor Dateien hochgeladen werden, was Sinn und Zweck des anderen Moduls ist, dann beißt sich das. Ansonsten, wenn das rein abhängig ist von der Auswahl der Collections und so weiter, dann ist das kompatibel, wobei im Zweifelsfall angezeigt wird, dieses Dokument bekommt keinen Persistent Identifier. Sprechen Sie bitte mit dem Repository-Team, falls Sie da Fragen zu haben. Kann man auch anpassen. Und das ist die derzeitige Umsetzung. Okay, super. Danke für die Beantwortung. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für den Bereich GND. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal das Feedback, dass GND und Geolocations sehr eindrucksvoll ist. Und die Frage, danke, aufwendig wäre es, hier andere kontrollierte Vokabularien einzubinden? Das kommt auf die kontrollierten Vokabulare drauf an. Also wir haben hier wirklich gezielt eine GND-Umsetzung gebaut und greifen da auf lobit.org. Das ist eine Plattform vom HBZ zurück, über die wir die GND recherchierbar machen. Das ist schon sehr speziell auf die GND ausgerichtet, sage ich mal. Was auch daran liegt, dass man sich natürlich immer anschauen muss, welche Struktur so ein kontrolliertes Vokabular hat und es einfach zu viele Unterschiede gibt. Okay, das beantwortet auch schon die Frage, welche Schnittstelle zum Einsatz kommt, Lobit-ID. Und jetzt noch die letzte Frage in der Zeit. Kann man über das Geolocations-Modul auch Koordination erfassen, die keinen zugehörigen Ort in der GND haben? Also beispielsweise Koordinaten für eine Feldforschung ohne konkrete Bezeichnung. Bislang nicht. Bislang ist das wirklich ausgerichtet auf GND und Anreicherung von Geolocations.
von Orten, die Energie und die erfasst sind. Das war in dem Fall die Anforderung erstmal. Müsste man über eine Erweiterung nachdenken. Bislang ist das. Also ich hatte ein Treffen mit der Deutschen Nationalbibliothek, wo wir das auch mal vorgestellt haben. Und da wiederum war es dann so, dass es hieß, wow, ihr habt GND-IDs mit Längen und Breitengraden, wo wir keine haben, kann das zurückfließen? Und es ist wirklich im Moment sehr fokussiert darauf. Es ist eine GND-Erweiterung mit einem Geolocations-Zusatz, der aber sehr umfangreich geworden ist. Super. Also ganz herzlichen Dank für die schnelle Beantwortung der Fragen. Es gibt auch noch mal den Hinweis, ich würde mir jetzt gerne das angucken in den Einrichtungen, die das laufen haben. Ich glaube, die meisten sind dazu bereit. Also wenn ich hier sowas sehe wie Sherpa Romeo, würde ich natürlich sagen, TU Hamburg hat es im Einsatz. Also wenn es da Fragen gibt, Pascal hat die Einrichtung ja auch erwähnt, vielleicht einfach an die DSpace-Liste schreiben oder konkret, wenn man weiß, wer da der Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist. Ja, vielen Dank. Ich kann auch gerne Kontakte vermitteln. Genau, auch das.